Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich ein Video abdrehen, wie ich Produkte teste oder ausprobiere, die ich mal gekauft habe, aber nie genutzt habe. Dazu gibt es hier unter andere Gründe, die werde ich euch dabei auch nennen. Ich weiß gar nicht, viele Produkte gibt es glaube ich auch so gar nicht mehr. Also es sind schon wirklich sehr alte Produkte mit dabei. Und ich schaue diese Videos selber sehr gerne an und dachte, ich mache dazu auch ein Video. Ich habe auf jeden Fall noch weitere Produkte, die noch ein Video ergeben würden. Schreibt mir doch einfach unten in die Kommentare, ob ihr gerne einen zweiten Teil haben wollen würdet. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt schon. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, damit ihr einfach mein Doing gerade besser sehen könnt. Und zwar fangen wir einfach an mit einem Primer. Und so, die Marke kenne ich gar nicht. Und zwar ist es die Uma Cosmetics. Das ist der Primer in Matte Finish. Und zwar, der sieht so aus. Ja, wo ich den gekauft habe, den habe ich bei Metro gekauft, wo man eigentlich eher weniger Make-up, denke ich, kaufe. Aber auf diesem Aussteller gab es da, glaube ich, 50% und der hat, glaube ich, knapp 2 Euro oder so gekostet. Ich habe es einfach nur so mitgenommen, dass ich mal ausprobiere. Ich habe und zwar den Matten und den, glaube ich, Dewy, den habe ich auch noch nie probiert. Da sind 15 ml drin, also weniger als in einem Standard, da sind ja 30 drin. Und da probieren wir das einfach mal aus. Das hat so eine, sieht aus wie so eine Creme, sieht gelig aus, aber wir probieren es gleich mal aus. Das Witzige ist, ich treffe mich bald mit Freunden. Und wenn das nicht so besonders gut aussieht, später die Kombination, weil ich es ja so selber noch nie getragen habe, dann, ja, jetzt laufe ich den ganzen Tag rum, als wäre ich, naja. Auf jeden Fall ist es so leicht parfümiert, so pflanzlich riecht das so ein bisschen an irgend so ein Pickelreinigungs-, ja, so ein Gesichtsreinigungswassercreme-Gel riecht das so ein bisschen. Und von der Textur ist es extrem so samtig, so als würde es auch die Poren verfeinern. Ich schaue gleich nach, ob es auch wirklich tut. Und ja. Ich spüre es jetzt so nicht auf der Haut. Aktuell rieche ich den Duft noch. Also es fühlt sich sehr weich und samtig an auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch zur Foundation. Ich glaube, so gibt es die Foundation gar nicht mehr, zumindest nicht mehr in den DM-Filialen, vielleicht noch im Budni und so weiter. Und zwar ist es das P2 Gel Make-up in der Farbe 010. Pflegend leichte Formel, natürlich strahlendes Finish. Das sieht so aus, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt, das habe ich auch noch nie genutzt. Deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen gut auf meiner Haut sitzt. Ansonsten laufe ich den ganzen Tag tatsächlich so rum. Sieht nicht so mousig aus wie die Mousse Foundation, die man kennt, sondern eher schon wirklich wie eine feste Foundation, eine flüssige Foundation. Und dann nehme ich jetzt einfach was vom Deckel ab und trage mir das so ein bisschen auf dem Gesicht auf. Fühlt sich an wie eine dicke Creme. Ich verteile das mal so ein bisschen im Gesicht. So. Ich nehme dann einfach nach, wenn ich was brauche, weil ich kann das jetzt nicht einschätzen, weil ich die Foundation nicht kenne. Dann nehme ich einfach einen Schwamm und klopfe mir das jetzt einfach mal ins Gesicht ein. Aber die Farbe scheint eigentlich ganz gut zu passen. Und wie die Foundation auch sagt, hat wirklich kaum Deckkraft. Also, ja, es kommt eigentlich alles durch. Also, meine trockenen Stellen um die Nase rum will es gar nicht halten. Und dann, wenn ich es irgendwie versuche, zum Halten zu bringen, sieht es ehrlich gesagt auch nicht so besonders schön aus. Meine Haut sieht sehr trocken aus. Und zwar überall, finde ich. Also sehr, als hätte ich schon tonnenweise Puder drauf gemacht, obwohl noch gar kein Puder auf meinem Gesicht ist. Also ich finde auch an der Nase sieht man das ganz deutlich. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade hier Foundation wieder abgetragen habe, was hoffe ich, oder? Also dass hier bis jetzt weniger geworden ist, obwohl ich da gerade mehr aufgetragen habe.
Dann machen wir doch mal weiter mit einem Concealer. Und zwar ist es der Nude Full Coverage Concealer in der Farbe 01 Ivory. Den habe ich mal im Urlaub gekauft. Auch nicht verwendet. Und der sieht auf jeden Fall so aus. Ein kleiner Concealer. Und den trage ich mal so auf. Sieht sehr, sehr hell und gelblich aus. Also wirklich einen sehr gelben Unterton. Könnte vielleicht sogar einen Ticken zu gelb sein, obwohl ich vom Unterton gelb bin. Aber das sieht echt so ein bisschen aus wie so ein leichter gelber Corrector. Also der ist wirklich schon sehr gelb. Aber fühlt sich recht leicht von der Textur an. Und den arbeiten wir ganz normal mit dem Schwamm jetzt auch ein. Der Concealer macht auf den ersten Blick echt einen guten Job, finde ich. Also man sieht auf jeden Fall, dass mein Auge jetzt ein bisschen kleiner ist, wacher aussieht und alles so ein bisschen geliftet aussieht. Die Farbe hat sich eigentlich ganz gut angepasst an die Foundation. Klar, es ist ein bisschen jetzt hell und hat einen leichten gelben Unterton. Das könnte man aber mit einem Puder noch etwas ausbessern. Und von der Deckkraft ist es eher so eine mittlere, leichte Deckkraft. Dann würde ich direkt auch zu Puder übergehen. Ich habe jetzt kein loses Puder ausgesucht. Habe ich auf jeden Fall auch welche da, die ich noch nicht genutzt habe. Also falls ihr zwar ein Teil wollt, aber ich habe hier eins von Lau. Also ich muss es wirklich ganz neu aufpassen. Und zwar ist es das. Lau Dualist 2-in-1 Powder Foundation in der Farbe 01 Ivory. Also das wird uns dann ein bisschen mehr Deckkraft geben, hoffentlich. Ja, und da werde ich jetzt einfach mal erstmal mit einem kleinen fluffigen Pinsel reingehen, um meinen Concealer zu setten. Da kommt auf jeden Fall sehr viel Kickback raus, also da ist wirklich sehr viel Produkt dran. Und damit sette ich jetzt den Concealer. Macht auf jeden Fall den Concealer ein bisschen dunkler, also passt es so ein bisschen auf die Farbe von meinem ganzen Gesicht an. Ja, hat, finde ich, so einen leicht neutralen, peachigen Unterton. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Es fühlt sich sehr trocken an und tut auch meine trockenen Stellen ziemlich betonen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, zum Beispiel hier. Aber wir probieren es jetzt auch nochmal im ganzen Gesicht aus. Also da gehe ich mit einem fluffigen Pinsel rein und gehe dann damit über mein ganzes Gesicht. Über das ganze Gesicht finde ich es eigentlich ganz gut. Da scheint sich das eigentlich ganz gut zu verhalten. Aber unterm Auge vielleicht eher weniger geeignet. Dann kommen wir schon zu Bronzer. Als Bronzer habe ich mal hier eine Foundation gekauft. Und zwar ist die von Maybelline New York. Die Superstay Butter Skin 48 Sun Beige. Und zwar ist es eigentlich eine Foundation, so eine Puder-Foundation, wie gerade eben, nur in einer sehr dunklen Farbe. Was ich damals gekauft habe, um als Bronzer zu verwenden. Das hat, glaube ich, mal irgend so ein Star-YouTuber oder halt so ein Co-YouTuber von der Niki Tutorials mal in ihrem Video gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber es war so eine Asiatin auf jeden Fall. Und die hat das als Bronzer verwendet. Und dann hatte ich es auch gekauft, weil es so schön aussah. Und aber nie verwendet. Und da gehe ich jetzt einfach mit meinem Bronzer-Pinsel rein und versuche mal mein Gesicht aufzuwärmen. Also es ist sehr leicht von der Deckkraft her, deswegen muss ich schon öfter reingehen und öfter aufbauen. Also für diejenigen, die so ein bisschen vorsichtig arbeiten, ist das, denke ich, schon eher was. Aber ich klatsche da schon gerne mal ein bisschen mehr drauf, deswegen muss ich ein bisschen öfter schichten. Natürlich nimmt das Licht jetzt hier vor mir auch viel Intensität weg, aber da kann man auf jeden Fall noch was machen.
Und das wäre jetzt das Finish. Jetzt kommen wir zur Konturpuder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal verwendet habe oder nicht. Und zwar ist es hier das NYX 3 Steps to Sculpt Palette, Puder, wie auch immer. Und zwar ist hier ein normales Puder drin, ein Highlighter und ein Konturton. Und da gehe ich jetzt in den Konturton rein. Der sieht recht dunkel aus, muss ich sagen. Deswegen gehe ich da wirklich nur ganz vorsichtig rein. Ich bin wirklich einmal ganz kurz reingedippt und da schon so viel Produkt drauf. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig mit einer ganz leichten Hand und versuche das so ein bisschen jetzt einzuarbeiten. Auf jeden Fall erkennt man, dass diese Seite von meinem Gesicht schmaler geworden ist. Schade finde ich, dass einfach hier auf dieser Seite kein Spiegel ist, weil das würde auch die Sache auf jeden Fall vereinfachen. Also die zweite Schicht, und da muss man schon vorsichtig sein. Also die erste Schicht könnte eigentlich schon so gut wie reichen. Für die meisten wird das wahrscheinlich auch reichen. Und ich finde so krass, was eigentlich so ein Konturpuder dann letztendlich doch ausmacht. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen stärker von der Intensität. Also auf jeden Fall nicht mehr etwas Natürliches. Da müssen wir vielleicht etwas mit einem leichteren Pinsel reingehen, obwohl der schon recht fluffig ist. Oder mit einer anderen Farbe. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl das jetzt schon fair ist. Also wenn man noch heller ist als ich, könnte das schon kritisch aussehen. Das Puder habe ich jetzt nicht verwendet. Das sieht leicht rosig aus, aber... ja, also hat schon eher einen rosanen Unterton. Beim Highlighter habe ich jetzt keinen einzelnen Highlighter. Und zwar auch nur den jetzt aus der Palette. Der sieht jetzt in dem Fännchen ziemlich dunkel und glitzerig aus. Ich mache es jetzt trotzdem. Aber sieht einfach nur nach Glitzer aus, so wie es jetzt gerade aussieht. Also auch wenn ich jetzt hier, wenn ihr es sehen könnt, hier in die Palette reingehe, dann springen diese Glitzerpartikel hier auf den Rand drauf und dann sind die so ein bisschen abgedeckt. Also man sieht dann auch wirklich, dass das Produkt Glitzer auf jeden Fall enthält. Aber wir machen es jetzt mal trotzdem und packen das hier auf die höchsten Punkte unseres Gesichtes auf. Natürlich in der Kamera sieht das natürlich super aus, ja. Aber wenn man, glaube ich, dann vor mir steht und dann die ganzen Glitzerpartikel im Gesicht findet, finde ich das nicht so schön. Aber es gibt sicher Leute, die das toll finden, aber... für den alltäglichen Gebrauch ist mir das ehrlich gesagt zu glitzerig. Also ich würde dann, wenn dann die Palette aufgrund des Konturpuders benutzen, aber nicht unbedingt wegen des Highlights, weil es einfach zu viel Glitzer enthält. Ansonsten ist die Leuchtkraft, Verteilung, Intensität, Farbe ist auch okay. Bei Blush kommen wir auch zu einem Produkt von P2. Und zwar ist es von einer LE. Kennt ihr das, wenn ihr eine LE so zieht und es ist irgendwie voll hübsch ausgebaut mit den ganzen Sachen drumherum und dann kauft ihr etwas und dann benutzt ihr es doch nicht. Und so passiert mir das öfter mal. Und zwar ist es jetzt von P2, die Beauty Stories. Und zwar sind es zwei Blushes so nebeneinander. Also so ein bräunlicher Bronzer-Ton und dann so ein leicht peach-rosiger Ton. Und zwar ist es die 020 Love. Davon habe ich, glaube ich, noch eine Farbe, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gehe ich einfach jetzt in beide Töne rein, weil mein Auftrag ist ja eher bräunlich. Und ich will aber jetzt nicht einfach so wie so ein Bronzerton mit Blush auftragen, sondern noch ein bisschen Farbe. Auf jeden Fall haben die sehr viel Pigment. Klopfe ich doch ein bisschen aber in das Produkt, weil ich finde es immer so schade, wenn die ganzen YouTuber dann einfach über ihren Arm so klopfen und dann ist das Produkt weg. Das ist so schade, weil immerhin zahle ich dafür. Deswegen klopfe ich das in das Produkt wieder rein, dann könnt ihr es beim nächsten Mal wieder aufnehmen, sodass ihr das nicht verschwendet. Und das, was jetzt noch drauf ist, gebe ich mir dann auf jeden Fall hier drauf. Also ich verbinde dann so ein bisschen Bronzer, Blush, Highlighter. Ich gehe mir noch ein bisschen davon. Also ich mache diese 2-3-Finger-Regel auf jeden Fall nicht, weil ich finde, das macht es so ein bisschen niedlicher und gesünder. Und ich gehe es aber nicht bis nach hinten. Das mag ich auch nicht. Also ich bleibe eigentlich so wirklich in diesem Bäckchenbereich. Und dasselbe mache ich dann auf der anderen Seite. Und den Blush finde ich ehrlich gesagt echt schön. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu den Augenbrauen. Und zwar bei den Augenbrauen habe ich mir ein Produkt gekauft bei TK Maxx. Da gehe ich öfter mal hin, um zu schauen, was es da alles so gibt. Und da habe ich einfach diesen Augenbrauen gefunden. Ich kenne diese Marke nicht, und zwar heißt die Root Outrages, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Eyebrow Pen in der Farbe Black Brown. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Marke? Und die hat jetzt zwei Seiten, einmal ein Spoolie. Und auf der anderen Seite so ein tropfenförmiges etwas. Sieht sehr dunkel aus, aber ich habe ja eigentlich dunkle Haare, deswegen sollte das gar nicht ganz gut passen. Ich
gehe dann jetzt einfach mal mit dem Spoolie durch meine Augenbrauen und jetzt mit dem Narbenpinsel, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ganze Glitzer von dem Highlighter liegt auf meinem kompletten Gesicht. Auch in meinen Haaren. Schlimm. Nee, jetzt ernsthaft, das sieht schlimm aus. Das sieht schlimm aus. Ah. Nee, vergiss es, jetzt laufe ich hoch. Wie ein Glitzer-Tannenbaum. Das sieht echt schlimm aus. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera genauso erkennen, wie ich gerade in diesem Spiegel. Schlimm. Auf jeden Fall gehe ich da mit diesem Augenbrauenprodukt rein. Und versuche mal so ganz leicht anzusetzen, weil ich weiß ja nicht, wie intensiv der malt. Also ich habe kaum Druck und da gibt er auch wirklich minimale Farbe ab. Aber dadurch hat man mehr Kontrolle über das, was man gerade tut. Also wenn man sich mal ein bisschen vermalt, ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil die Intensität von der Farbe nicht so extrem da ist. Und sowas geht dann eigentlich auch recht schnell. Und die Farbe finde ich ganz schön. Die ist halt recht aschig, die passt zu mir. Die könnte ein bisschen noch intensiver sein. Aber ich bin eh nicht so der Typ, der zu dunkle Augenbrauen mag. Also meistens sind meine Augenbrauen sogar heller als meine Haarfarbe. Wobei man das ja eigentlich andersrum machen sollte. So. Das Produkt an sich finde ich ganz gut. Ob ich es nochmal nachkaufen würde, wobei man so etwas nicht so schnell findet, aber muss jetzt nicht sein. Da habe ich auch ein bisschen bessere Produkte auf jeden Fall. Aber es ist jetzt kein Produkt, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich bereue es, dass ich es gekauft habe. Also das ist auf jeden Fall nicht. Dann kommen wir auch schon zum Augenbrauen-Gel. Und zwar habe ich hier das NYX Tinted Brow Mascara in der Farbe 05. Noir steht da, wobei ich weiß nicht, worauf sie bezieht, weil die Farbe für mich eigentlich eher braun aussieht und nicht schwarz. Damals war das halt so ein totaler Hype mit NYX und alle mussten NYX haben. Ja, mittlerweile hat sich das total abgeschwächt, finde ich. Man hört so gar nicht mehr so viel vom Phoenix, aber ja. Auf jeden Fall hat das hier so ein recht breites Bürstchen und damit bürste ich mir mal die Augenbrauen. Auf jeden Fall darf man nicht zu fest aufdrücken, weil ansonsten tut man das Produkt auf die Haut pressen. Aber auf den ersten Moment sieht es extrem formend aus. Also in dem Moment, wo ich das Produkt in die Richtung kämme, bleibt es auch in dieser Richtung. Seht ihr, was ich meine? Oder habt ihr das währenddessen gemerkt? Aber auf jeden Fall, also das gefällt mir gerade richtig gut. Wenn das jetzt auch noch hält, dann ist das ein sehr gutes Produkt. Auf jeden Fall kleckert man ein bisschen rechts und links, weil das ja schon recht ein großes Bürstchen hat. Und wenn ihr seht, also ich habe rechts und links sehr viel Dreck gemacht, sage ich jetzt mal. Das sieht nicht so toll aus. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Bürstchen auf jeden Fall dünner wäre. Und das verbessere ich jetzt einfach mal ein bisschen Foundation. Und dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz die Lippen, weil die Augen dauern doch ein bisschen länger. Bei den Lippen habe ich auch etwas von NYX. Und zwar ist es diese Slide-On, Glide-On Pencil in der Farbe New Suit Shoes. Sieht man hier noch ungenutzt. So ein Nude-Ton. Da gab es, glaube ich, mal Rabatt, weil der DM geschlossen hat dort. Und da hatte ich es mir mal geholt. Die Farbe passt jetzt nicht zu meinem Oberteil, aber ich habe jetzt keinen anderen Ton gefunden, der jetzt besser gepasst hätte. Ich hatte so viele Lip-Liner, die ich noch nicht genutzt habe. Aber in einer noch knalligeren Farbe. Aber ich muss sagen, die gleiten wirklich sehr schön über die Lippen. Sind toll pigmentiert. Sieht sehr gut aus. Also sind wirklich tolle Lippen. Die kosten, glaube ich, auch nicht so viel. Und dann habe ich noch eins von den Maybelline Vivid Hot Lacquer. Lecker in der Farbe 72 Charmer. Das ist von dieser YouTuberin, von dieser Jana gewesen. Die habe ich jetzt nicht wie eine YouTuberin gekauft. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber die Farbe hat mir gefallen.
So hat es hier so einen mandelförmigen Applikator. Und das scheint jetzt nicht matt zu sein, sondern so einen leichten Glow zu haben. Also die Farbe passt ja perfekt mit dem Lip Liner, aber nicht zu meinem Oberteil. Riecht etwas süßlich, aber nicht extrem penetrant. Also da finde ich die Lippenprodukte von L'Oreal intensiver. Es sieht zwar sehr schön aus, wie ich jetzt gerade sehe, es fühlt sich aber sehr extrem dick auf den Lippen an. Also was ich gut finde, es klebt mich zusammen, aber es fühlt sich sehr schwer an, vor allem in dem mittleren Bereich meines Lippens. Also ich würde es jetzt einfach tragen, weil ich es so schön finde, das Finish gut aussieht, aber das, sag ich mal, das Wohlbefinden auf den Lippen ist nicht so angenehm. Kommen wir mal zu den Augen. Bei den Augen habe ich die Nude Beach Palette von The Balm. Also vor ein paar Jahren war The Balm ja schon noch eine recht gehypte Marke. Aber ich höre von denen ehrlich gesagt gar nichts mehr. Damals musste jeder auch diesen Marilyn Monroe Highlighter haben. Marilyn? Ja. Yeah. Ich glaube, ja. Der Luminizer, oder? Marilyn Luminizer, doch. Auf jeden Fall war die mal reduziert und habe ich sie mir gekauft. Und zwar ist das eine Nude Eyeshadow Palette. So sieht die aus. Also wirklich so Nude-Töne. Und eigentlich waren die damals schon bei den hochrangigen, gepreisten Marken mit dabei. Und viele YouTuber haben die auch gehypt und genutzt. Aber irgendwann hat sich keiner mehr drum geschert. Ich glaube, dafür ist die Qualität einfach nicht gut genug gewesen für die Anforderungen heutzutage. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach in den Farbton Bold rein. Das ist dieses aschige, warm Braun. Also nicht zu warm, nicht zu kalt. Und damit gehe ich jetzt einfach in meine Lidfalte. Ich mache jetzt nichts Übertriebenes, weil, wie gesagt, ich treffe mich noch mit Freunden. Wir gehen was essen. Und ich will jetzt nicht kommen und so aussehen, als würde ich auf eine Feier gehen. Ich muss sagen, die Farbe ist jetzt schon gut pigmentiert, also jetzt nicht wow, es ist jetzt schon voll viel da oder so, aber ich gehe auch wirklich sehr leicht rein und er lässt sich sehr schön ausblenden. Das Blöde ist, dass einfach der Markt sehr gesättigt ist von diesen ganzen Lidschattenpaletten und mittlerweile bekommt man auch in einem sehr günstigen Preissegment gute Paletten. Klar, hier und da ist auch ein bisschen Marke mit dabei und die Qualität spielt auf jeden Fall noch ein bisschen mit und auch die Inhaltsstoffe, die sie verwenden. Aber bis jetzt macht die Palette einen sehr guten Eindruck. Wie gesagt, die gehört eigentlich aber zu den High-End-Marken. Also ich finde, es sieht gut aus. Also ich kann mich nicht beschweren. Also die Farbe sieht so aus wie im Pfännchen. Lässt sich gut ausblenden. Also ich könnte es auf jeden Fall jetzt noch intensivieren bei der Farbe. Das merkt man auf jeden Fall, dass es möglich ist. Aber ich brauche es einfach nicht. Und als zweiten Ton gehe ich in die Farbe rein Bodacious. Bin mir nicht sicher, ob man das ausspricht. Das ist dieser Ton hier. Und trage den so ein bisschen innen und außen auf. Ich mache so einen leichten Halo-Look. Und auch der hat eine sehr gute Pigmentierung. Und lässt sich auch sofort sehr schön einblenden und verliert trotzdem nicht an Intensität. Das ist ja auch oft so, dass wenn man den Lidschatten aufträgt und dann etwas verblendet, dass die Farbe sich in nichts verblendet. Wisst ihr, kennt ihr, was ich meine? Ich gehe mal etwas noch ganz leicht in den Farbton Brazen rein. Das ist so ein dunkler, aschiger Ton. Nur um minimal die Enden etwas zu intensivieren. Also wirklich nur sehr, sehr wenig. Also ich bin wirklich sehr leicht reingegangen. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht übertreiben. Aber ich finde schon, das alleine macht einen Unterschied. Also ich bin wirklich extrem leicht reingegangen.
Also die Lidschatten lassen sich echt super verblenden. Ich nehme jetzt noch einen Schimmerton und setze mich in die Mitte. Und zwar nehme ich die Farbe Birk, das ist dieser goldene Ton. Gehe mit dem Finger rein und setze mir das hier auf die Mitte des Lids. Und das ist ein wirklich sehr schöner Ton. Toll pigmentiert. Ich verblende das direkt so ein bisschen mit den Fingern. Und somit wäre eigentlich der Look komplett. Also wenig Handgriffe. Und ich würde heute keinen Eyeliner auftragen und zwar direkt zur Wimperntusche umgehen. Und zwar ist es die Miss Manga Punky Mega Volume Mascara von L'Oréal Paris. Es war damals so, dass man da einschicken konnte, sein Design. Und wenn die das gemocht haben, haben sie das auch diese Wimperntuschen gedruckt. Nein, das ist nicht mein Design. Aber ich fand das so schön, deswegen habe ich es nie genutzt. Obwohl es schon so zerkratzt ist, weil es schon in ganz anderen Produkten liegt, die ich habe. Aber ich habe es tatsächlich noch nie genutzt. Und da meine Wimpern ja Dauerbogen sind, durch so ein Produkt, was ich selber zu Hause verwende, werde ich es jetzt nicht biegen und zwar direkt mit dem Produkt reingehen. Ich bin etwas beängstigt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das hat so kleine Zacken. Da kommt so viel Produkt raus, man kann es nicht mehr so wirklich abstreifen. Deswegen bin ich mal gespannt, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von verklebten Wimpern, aber es scheint so, als würden die extrem verklumpen. Oh mein Gott. Also ich weiß, manche Leute mögen das. Oh mein Gott. Ich krieg's nicht mehr weg. Und desto öfter ich rübergehe, desto schlimmer wird's. Es ist geht es nicht. Ich nehme da jetzt schnell eine Wimperntusche, die sehr wenig Produkt hat und das ein bisschen auskämmern kann. Es hat auf jeden Fall meinen Schwung auch extrem mit nach unten gezogen und normalerweise habe ich sehr viel Länge. Oh nee. Oh Gott, das sieht aus wie das Spinnenbeinchen da unten. Soweit so gut, soweit so gut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Angst, das Fixing Spray drauf zu hauen, weil es sieht ja recht nass aus. Meine Hände sind voller Glitzer, mit viel Produkt. Es fühlt sich sehr unangenehm an. Auf meinem Gesicht spüre ich mittlerweile so gut wie gar nichts, weder von der Foundation noch vom Primer. Das fühlt sich ganz gut an. Nur meine Lippen sind immer noch sehr schwer. Also ich glaube, dieses Gefühl kriegst du auch nicht mehr weg. Aber als Fixing Spray habe ich hier das 183 Days by Trend Up Fix and Glow Finish Spray. Das ist hier so in so einem Häschenform. Ich glaube, die wechseln irgendwie alle 183 Tage das Sortiment. Ich weiß gar nicht, ob es das noch da drinnen ist. Aber damit versuche ich mal, jetzt zum Beispiel mal woanders hin. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Also Sprühkopf. Okay, sehr nass. Gefällt mir aber. Riecht so ein bisschen vanillig, süß. Mag ich nicht so gern. Hätte ich lieber so einen frischen Duft. Aber so an sich sieht es ganz gut aus. Ich würde das jetzt noch so ein bisschen mit dem Fächer, mein Gesicht einfächern. Und dann schauen wir mal das Gesamtergebnis an. Also, zum Gesamten. Meine Base sieht mittlerweile eigentlich ganz gut aus. Nur die Seiten an meiner Nase nicht so toll, aber wie gesagt, das kann auch einfach an mir selbst liegen, weil es einfach meine trockene Haut ist. Aber ich werde die auf jeden Fall nochmal getrennt voneinander die ganzen Produkte testen. Ein bisschen hat sich das schon auf meine Trockenstellen gelegt, also es macht mich etwas älter, als ich es bin. Also es betont auch hier die ganzen Falten. Ich kann nicht sagen, war es das Produkt, war es der Primer, war es die Foundation.
Aber so vor allem in diesen Bereichen meines Gesichts, finde ich, sitzt die Foundation ganz gut. Und auch auf meiner Nase selbst. Das sieht auch ganz gut aus. Aber so meine Problemzonen sind auch hier betont. Das ist einfach hier diese Kinnfalte, die ich habe. Und auch die Seiten. So, dann war das Video eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich auch mal supporten würdet. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.